Tag, ja? Tag. Schön, dass du schon gute Laune hast. Ja, auf den Sonntag, ne, bei dem Wetter. Auf den Sonntag. Deswegen, man muss dazu sagen, ich sehe aus wie Winter, weil ich ein bisschen fröstel hier drin meistens. Du siehst aus, wie es draußen auch ist, nämlich schön sommerlich. Müssen wir dazu sagen, je nachdem, wann die Folge online kommt, weiß ich immer noch nicht. Denn wir basteln nach wie vor an den ersten 8 Episoden der ersten Staffel rum. Und je nachdem, wann die fertig sind. Zufriedenstellend von 2 Perfektionisten, das ist ein bisschen das Problem immer. Mal gucken, wann es passiert. Du bist ein Teil davon, freut mich, dass du da bist. Ganz kurz, das gehört leider mit dazu, einmal dich vorstellen. Wer bist du und ja, erzähl mal. Ja, ich bin Dennis Mast, Fußballer von Beruf. Bin geboren in Rathenow in Brandenburg. Ja, wohne in Halle aktuell. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Bin 30 Jahre alt mittlerweile. Sonst weiß ich gar nicht, was ich jetzt... Sonst, das ist eigentlich schon alles. Schön, dass du da warst, danke. Und naja, mach's gut, ne? So, mach's gut. Ja, Fußball, ich stelle natürlich ein bisschen am Anfang immer gerne mal so ein bisschen die Standardfrage, die du bestimmt auch von sämtlichen Presseterminen deines Lebens kennst. Wie bist du da hingekommen und so weiter und so fort. Und dann erzähle ich wieder die Story, ich wollte auch Fußballprofi werden. Aber wir fangen aber der Reihe nach an. Dennis Mast, du hast, ich will nichts Falsches sagen, ich habe gestern geschaut, stand transfermarkt.de. Quelle ist raus. 180 knappe Drittligaspiele gemacht, 22 Zweitligaspiele und wir kommen später noch dazu. Da liegt was ganz Schönes verpackt. Das gab es noch nie hier. So, und das wird es auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig geben. Du hast mal das Sportschau-Tor des Monats geschossen. Darüber quatschen wir heute in aller Entspanntheit. Wir wollen natürlich anfangen beim kleinen Dennis. Das ist vollkommen klar wie immer. Ab wann war für dich der Punkt, dass du gesagt hast, so, jetzt mal gegen Ball treten? Boah, wahrscheinlich seit ich laufen konnte. Ansonsten vereinstechnisch hat es angefangen mit 4 Jahren. Also da habe ich es erstmal gesagt, wahrscheinlich dann zu Mama und Papa so am Zippel gezogen, gesagt, komm, da will ich auch hin. Aber ging von dir aus? Das ging von mir aus, ja. Das ging immer alles von mir oder auch ja, meinen Brüdern, die ich ja noch habe, immer alles aus. Da haben die Eltern gesagt, macht was ihr wollt, fühlt euch frei, probiert alles aus. Und mit 4 Jahren war es erstmal so ein Verein, wo ich gesagt habe, das sieht cool aus. Damals war es ja halt noch so andere Zeit, da gab es ja noch nicht so viele Jugendmannschaften und Bambinis gab es damals noch nicht. Das heißt, ich muss mit, weiß ich gar nicht, 6, 7 Jahre älteren sollte ich irgendwie ein bisschen was probieren. Und es ging natürlich nicht gut, ne? Das hat wenig Sinn gemacht. So dass ich dann erstmal zum Leichtathletik gegangen bin und Leichtathletik gemacht habe, bis ich 6 war. Und mit 6 bin ich dann wirklich komplett zur F-Jugend ins Fußballleben. Als kleines Kind eingestiegen. Erst einen Profivertrag unterschrieben und dann direkt gesigned. Manu hat angerufen. Schön wäre es gewesen, ja, sicherlich. Aber wenn du sagst, du hast, das ist ja ganz spannend, weil aktuell ist ja auch Aufnahmestand aktuell. Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Das habe ich jetzt schon von einigen gehört, dass die das früher gemacht haben und auch meine Mama, die war Leichtathletin in ihrer Jugend und hat das als Leistungssport betrieben. Ist schwer zu beantworten, das war natürlich extrem früh in deiner Kindheit, aber hat dir das irgendwas gebracht fürs Fußballerische, was so Bewegung angeht oder Dynamik oder kannst du oder würdest du sagen, das war eigentlich 2 Jahre nur so ein bisschen? Ja, für mich war es auf jeden Fall Bewegung, hat mega Spaß gemacht auch, du hast ja grundsätzlich alles gemacht im Leichtathletik, also du bist gelaufen, du bist gesprungen, du hast hier diese Bälle irgendwo hingeworfen. Diese Schlagbälle. Genau, also du hast ja alles gemacht, du hast Sprint gemacht, du hast 1000 Meter gemacht. Ich könnte jetzt behaupten, mir hat es dahingehend geholfen, dass ich gelernt habe, ordentlich geradeaus zu laufen. Wahrscheinlich. Aber ansonsten weiß ich nicht. Aber ich hatte tatsächlich auch das Angebot, nach der 6. Klasse, nach der Grundschule, sowohl als Fußballer nach Cottbus zu gehen auf die Sportschule, als auch nach Potsdam als Leichtathlet zu gehen. Obwohl ich gar kein Leichtathletik mehr gemacht hatte. Aber mein Trainer damals vom Leichtathletik hatte mich immer weiter im Auge. Und, das sind ja auch 2 geile Standorte. Und der Cottbus ist ja auch genauso Leichtathletik-Standort eigentlich nach wie vor. Genau, ne? Die genau, haben da so ein genau. Bisschen auch. Und deswegen, also ich hatte da, also die Wahl gab es für mich nicht, weil da war ich dann schon, ich weiß gar nicht, 11 oder 12 und Fußball war mein Leben oder als Kind so, aber ich hätte theoretisch auch den Leichtathletikweg einschlagen können. Und dann eine spezielle Disziplin inzwischen, die dich da noch reizt oder wärst du so 10-Kämpfer gewesen, so alles? Ich glaube, ich wäre so Mittelstrecke, so weiß ich gar nicht. Ah, 1500 ja, und? 1500, 3000 Meter, sowas wäre glaube ich meins. Boah. Weil ich laufe, also ich laufe gerne und ich glaube, das wird auch das so mit das Einzige bleiben, was so nach dem Fußball bleibt, dass ich sage, ich werde jeden Tag irgendwie laufen gehen, weil ich einfach gerne laufe und dann aber auch nicht zu langsam, sondern wirklich so deswegen auch Mittelstrecke immer schon ein ordentliches Tempo.
Ja, das macht mir Spaß. Was viele läufst du so für einen Schnitt so, wenn man so, also Mittelstrecke, okay, da läufst du einen schnelleren Schnitt, aber wenn du jetzt so laufen gehst, dass wir mal so ein bisschen eine Zahl kriegen? Ja, also wenn wir jetzt Vorbereitung haben, müssen wir noch viel länger laufen, ne? Dann laufe ich meistens so 10 Kilometer, die laufe ich dann schon so unter 4 Minuten. Yo, echt jetzt? Ja, also, ich glaube dir das, aber echt jetzt, boah, Alter, das ist schon ja, aber, unter aber, vier, Mann. Aber jetzt sagst du, reagierst jetzt so, jetzt ja. Sag ich, wenn ich mir jetzt, also klar, das ist jetzt auch wieder übertriebener Vergleich, aber wenn ich mir jetzt den Kipchoge angucke, der einen Marathon läuft. Ja, aber wollte gerade sagen, was läuft der auf den Marathon, 3,26 oder so? Nee, der läuft, glaube ich, eine 2 irgendwas, glaube ich sogar, würde ich jetzt behaupten, vielleicht. Kann sein. Ich würde jetzt Live-Recherche betreiben, aber das ist für die den Podcast hören, beschissen, weil dann hören die einfach nichts, deswegen lassen wir das an der Stelle. Also ich weiß, dass der durchschnittlich, glaube ich, knappe 21 Kilometer pro Stunde läuft. Ja gut, musst du ja andererseits, ne? Weil, also das ist, deswegen sage ich dann wieder, oder wenn du auch, ist ja jetzt kürzlich erst gewesen, weil er Verletzungspech hatte, Jan Frodeno nimmst, der einen Ironman macht, wenn du denen seine Kilometerzeiten anschaust, das ist ja auch alles Wahnsinn. Und auch wie die trainieren, was die für Zeiten, das würde ich nicht einmal schaffen. Das würde ich einen Kilometer schaffen vielleicht oder zwei, aber dann wäre halt Sense bei mir und da sage ich halt, oder das ist für mich immer faszinierend, was der Körper so für Leistungsfähigkeiten einfach hat. Auch in wie viele Richtungen, ne? Genau. Also wenn du halt deine Richtung gefunden hast, in wie viele Richtungen es einfach gehen kann. So, und in wie vielen Bereichen der Körper so auf ein Peak-Level kommen kann, das komplett verrückt ist einfach. Okay. Weil ich sag natürlich, also ich bin stolz auf meine, wenn ich jetzt, also ich... Diesen Sommer war mit Laufen auch nicht so viel, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann doch irgendwann gesagt, so dieses Jahr, nee. Wenn ich mich so wieder reinfuchse, dann laufe ich auf 10, so eine 4,40. So, was für mich auch schon, ey, ich war früher. Meine Fußballerkarriere war halt eben mit Laufen nicht viel, sondern das war halt so, boah, Patrick, draußen geht gar nicht. Das ist immer die gleiche Story, aber es war wirklich... Meine Eltern, also ich habe mich dann auch gesagt, Fußball, ich so, ja klar, Attacke, und dann mein Trainer hat mich gemocht, zum Glück in der F-Jugend, und hat aber auch gesagt, ey, ich kann den Jungen nirgendwo hinstellen, weil der kann es einfach nicht. Fußballerisch, das geht einfach nicht und das funktioniert, aber der wollte mich halt nie irgendwo weglassen, weil, ne, schon, ne, und Bewegungs, sag ich mal, Erfahrungen sammeln in der Kindheit ist ja auch wichtig und das hat er auch so gesehen, da war er schon relativ modern eingestellt, sag ich mal, in der Zeit. Oder hat mich halt ins Tor gepackt, deswegen war mit Laufen da auch nicht viel. Und während dann auch meine Kollegen immer Sternläufe gemacht haben in den Vorbereitungen, war ich halt immer im Tor. Das war mal ganz angenehm. Aber 4,40 ist so meine stabile Zeit, aber 3 ist schon krass. Ja, aber ich sag mal jetzt für, also ich meine, ich mache jetzt, also für mich ist ja Sport schon jetzt die letzten Beruf ist 10 ja auch Jahre ein Job, ja. Beruf ja, gewesen, ja. Absoluter Hauptmittelpunkt. Aber ich sag mal dann für jemanden, der es freizeitmäßig betreibt und dann trotzdem sagt, er will da laufen gehen, ist ja unter 5, alles unter 5 ist, glaube ich, auch schon richtig, richtig gut. Ist, finde ich, stabile Zeit. Also, deswegen. Ey, und auch wenn ihr 6 lauft oder 7, Hauptsache ihr lauft, deswegen, genau. Um Gottes Willen, also das ist ja sowieso das Wichtigste. Aber klar, du hast dann dich für Fußball entschieden, 6. Klasse, weil du da einfach schon mehr Bock hattest damals oder weil du schon irgendwo jetzt in der 6. Klasse gewusst hast, ey, ich will, dass irgendwo mal im Stadion mein Name geschrien wird. Gut, das ist natürlich immer ein Traum gewesen. Ich war oder bin auch nach wie vor, sag ich mal, wenn ich mir jetzt eine Mannschaft aussuchen müsste, Dortmund-Fan. Ne? Also war als Kindheit immer, oder in der Kindheit immer meinen Eltern erzählt, Papa, irgendwann möchte ich mal im Signal Iduna Park spielen. Geile Stimmung, irgendwie das fühlen. Und aber es war dann halt so definitiv, ab der, mit 6 Jahren dann, wie gesagt, in der F-Jugend angefangen und dann bis die ganze Grundschulzeit Fußball gespielt in Brandenburger Verein, also bei Optik selbst? Oder? Nee, in Rathenow selbst habe ich wirklich nur beim BSC gespielt, das war der andere Stadtverein, da war ich aber nur ein Jahr und sonst komplett bei TSV Chemie Premnitz, weil wir da in der Nähe gewohnt haben. Das ist so ein kleiner Ort, so, ich weiß gar nicht, ich glaube 20 Minuten von Rathenow weg ungefähr. Und ja, das lief einfach gut, also ich bin dann schon irgendwie immer damals noch Knipser gewesen, absoluter Vollblutstürmer, das ist heute auch ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, abhanden gekommen. Und dadurch da immer schon aufgefallen in der Jugend halt. Deswegen kam Cottbus oder NRG Cottbus damals schon ein Jahr vor der Grundschule oder vor dem Grundschulende auf mich zu und meinte, sie wollten mich schon holen. Was aber dann mit meinen Eltern natürlich so war, dass ich meine 6. Klasse zu Ende gemacht habe und dann im ganz normalen Rhythmus, sag ich mal, wie es dann auch ist, mit diesen ganzen Testverfahren auf die Sportschule nach Cottbus gekommen bin. Weil, jetzt muss ich kurz nachfragen, Brandenburg bedeutet quasi Schulsystem Grundschule bis 6. Klasse. Ja, genau, okay, genau. Hier ist es ja anders. Verstehe. Hier ist bis 4. Klasse, das merke ich ja bei meinem kleinen Sohn auch gerade. Da ist er nach der 4. musste ich es erstmal entscheiden.
Und da warst du überfordert, ne? Jetzt hat er noch 2 Jahre Zeit jetzt hier. Mach mal ruhig. Mach doch mal ein bisschen Piano. Nee, aber in Brandenburg ist, ich weiß gar nicht, wie es immer noch so ist, aber ich glaube schon, ist tatsächlich damals 6 Klassen gewesen. Okay. Genau. Und dann hast du dich halt entschieden, wo du hingehst, ob halt Gymnasium, Realschule, Gesamtschule, gab es damals, glaube ich, noch 3 Formen. Oder halt in meinem Fall dann halt Sportschule. Sportschule, ja. Und dann quasi Sportschule dich entschieden. Das heißt, du bist dann Fußball nach Cottbus gegangen auch. Und dann war dann aber auch dann direkt die Verknüpfung zur Energie dann da, logischerweise. Genau, genau. Also ja. Es war nicht der Regelfall. Also ich glaube, von meinem Jahrgang waren tatsächlich nur 3 Mann, die direkt auch zu Energie Cottbus gewechselt sind. Alle anderen sind halt in ihren Heimatverein geblieben. Das war dann einfach so, dass du halt unter der Woche immer zusammen trainiert hast, als Klassenverbund, sag ich mal, okay. Oder als Jahrgangsverbund. Und am Wochenende sind halt immer alle dann Freitagabend, sag ich mal, in ihre Heimatorte gefahren, überall in Brandenburg, und haben halt dann Samstag, Sonntag ihre Pflichtspiele bestritten für den Heimatverein und kamen dann Sonntagabend zurück ins Internat. Aber es hat sich dann natürlich spätestens 3 Jahre später oder 2 Jahre später waren alle dann bei Energie Cottbus. Das war halt bloß nicht die Pflicht, direkt zu Energie Cottbus zu müssen, nur bei mir war es so, zum einen wollten die mich sowieso schon holen, ja, früher, und zum anderen war in meinem Heimatverein auch keine Mannschaft für mich in meinem Jahrgang da, weil es einfach nicht genug Spieler gab. Ja. Aber ich wollte eh zu Cottbus und von daher bin ich mit dem Schulwechsel natürlich auch gleich direkt zur Energie gegangen, ja. Wenn du sagst, du bist 30, wo war Cottbus da? War das damals Bundesliga-Zeit? Ja, das, ne? war Bundesliga-Zeit, ja. Da habe ich noch ein paar coole Matches erlebt. Wir waren ja dann noch Balljungs. Da war ich noch gegen FC Bayern damals. War das der 2-1-Sieg? Damals Bundesliga, wir hatten da mit, ich hab Gott nichts Falsches sagen, mit Radu und Montiano, das Duo, war das? Das kann sein, da wo Ribéry noch einen Elfmeter verschossen hat. Dann das war aber, glaube ich, ein bisschen später. Okay, dann, ja. Ich war noch Ballholer, da stand auch Olli Kahn im Tor. Naja, 2-6, 2-5, 2-6. Ich weiß nicht, also... Boah, ich kann jetzt natürlich jetzt mich natürlich hier als Sportmoderator vollkommen outen, wenn ich natürlich jetzt sage, ja, Cottbus, komm, wann die erste Liga gespielt haben, ja. Ich weiß nur, die haben einmal gegen Bayern gewonnen. Dieses 2-0, ja, genau, glaube ich, damals. Da, ne? Da hat, glaube ich, Ribéry den Elfmeter verschossen gegen, wie hieß denn der, Tremmel, glaube ich. So ein rothaariger Torhüter. Das ist ein Tor gewesen. Irgendwie sowas. An den erinnere ich mich. Ihr habt doch damals auch diese Werbung NVRM gehabt, ne? Glaube ich, war das? Ja, das kriege ich noch zusammen. Also ein bisschen Ahnung habe ich schon von dem, was ich hier mache. Aber das muss aber dann 2006, 2007 die Saison gewesen sein, weil Ribéry ist ja nach der WM 2006 gekommen. Nach München. Da ist er ja aufgefallen, dann haben die, das richtig rumlörden, da haben die 24 Millionen bezahlt, das weiß ich ganz genau, für Ribéry an Olympique Marseille, und dann ist er in der Saison nach der WM in Deutschland gewechselt, zusammen mit Luca Toni nach München. Also das muss dann das Jahr gewesen sein. Chapeau. Ja, das ist so frag mich bitte keine Fußballdinge, weil ich hab von Fußball keine Ahnung, was ich jetzt, also es klingt jetzt doof, aber ich beschäftige mich jetzt nicht so viel mit Fußball außerhalb von dem, dass ich spiele. Weil das dein Beruf ist und du auch vom Beruf abschalten musst, oder wieso ist das so? Nee, das nicht, aber ich, es ist halt so dieses praktische und theoretische, ich spiele brutal gern Fußball, aber ja. So wer jetzt wohin geht und was er gekostet hat oder... Wer damals irgendwo auf dem Trikot war oder wie die Trikots aussahen, ja. Oder wer irgendwann Meister geworden ist. Das sind einfach so Sachen, ich weiß nicht warum. Ich kann es dir auch nicht erzählen, warum, aber das sind so random Sachen, irgendwie so Daten, die sind einfach drin. Ich weiß nicht, oder so Sachen einfach, Trikots und Spieler und keine Ahnung. Nein, das finde ich auch voll interessant, und ich habe ja auch genug Mitspieler gehabt, die regelrechte Datenbanken waren, wer wie viele Scorerpunkte gerade hat in der Saison, aber das hat mich noch nie so interessiert. Ich spiele einfach das Spiel gern. Ja. Und dann, das hast du ja auch so gut gemacht, dass du dann Profi geworden bist. Also du bist dann irgendwann U17 geworden bei Cottbus, na, U19 auch noch? Oder dann, nee, oder wann bist du nach Halle? Zu U19 dann, genau. Okay. Also ich bin zur A-Jung dann nach Halle gewechselt. Warum von Cottbus nach Halle, wenn Cottbus Bundesligist war? Ich weiß nur, dass das NLZ in Halle mal einen sehr guten Ruf hatte. Oder wie? Wie kam das zustande? Zum einen war ich in Cottbus, ein Stück weit unzufrieden. Das war dann Bundesliga-Jahr, U17 Bundesliga. Ja. Da war der Kader am Anfang der Saison sehr groß. Ich hatte mir in der Vorbereitung das Handgelenk gebrochen. Trainer meinte dann, ja, geh erstmal in die B2, werd erstmal wieder fit, dies, das. Weil der Kader jetzt auch so groß ist. Dann gab es halt immer wieder Versprechungen, kommst vor den Ferien hoch. Ist halt nie passiert. Am Ende des Tages habe ich das ganze Jahr in der B2 gespielt, gegen Gleichaltrige auf Landesliga-Niveau. Das heißt, wusste ich noch nicht, was auf mich zukommt. Erster Spieltag haben wir mit der B2 in Potsdam irgendwo gespielt, haben 15-0 gewonnen. Da wusste ich, was das für eine Saison wird. Damals als Kind war das ja,
ein bisschen anders gesehen, sag ich mal, ich habe es halt gemacht, war halt in Ordnung, hatte da auch meinen Spaß. Aber du hast jetzt nicht in dem Moment, weil du sagst, du hast Spaß gehabt, das heißt, du hattest jetzt nicht den Gedanken, boah, ey, für den Traum, den ich habe, ist das eigentlich für meine Entwicklung gerade beschissen in dem Alter? Ich muss sagen, ich habe nie so, ja, wie soll ich es ausdrücken, aber ich habe nie jetzt immer, bin jeden Tag aufgestanden, habe gesagt, ich muss Fußballprofi werden. Okay. Oder das ist, alles andere geht nicht. Ich will unbedingt Fußballprofi werden. Also das hat sich erst nach und nach entwickelt mit den Steps, die dann kamen. Wie gesagt, das war damals, aber ich war auch ein bisschen später Entwickler, muss ich sagen. Also ich war damals noch ein bisschen klein. Mhm. Und hatte auch immer so einen kleinen moppeligen Ansatz. Immer ein kleines Bäuchchen dran, immer kleine Bäckchen gehabt. Und von daher, ich habe erst mit 17 nochmal so einen richtigen Schub gemacht. Da bin ich nochmal ein ganzes Stück gewachsen und da hat sich alles ein bisschen in die Länge gestreckt. Und deswegen, das kam dann erst so. Und deswegen, so war der Ursprung in Cottbus, dass ich da unzufrieden war. Und dann kam jemand auf mich zu oder auf meinen Vater, glaube ich, sogar zu, der meinte, pass auf, in Halle. Und dann habe ich mir hier alles angeschaut, habe hier mittrainiert, damals unter Hagen Schmidt, A-Jung-Trainer, dem ich auch viel zu verdanken habe dahingehend. Und ja, so kam der Schritt nach Halle dann eigentlich zustande. Am Ende des Tages haben beide U19 Bundesliga gespielt und von daher war, sage ich mal, im Jugendbereich der Niveauabfall natürlich nicht vorhanden. Wo war Halle damals bei den Männern? Regionalliga. Ach, krass. Mhm. Genau, die waren in der Regionalliga Nord, war das damals noch. Da war die Aufteilung noch ein bisschen anders in den Regionalligen. Habe ich auch gelesen, ja. Da hast du dann auch den Sprung quasi gemacht zu den Männern dann, ne? Bei Halle oder genau. Und da hast du die ersten Spiele dort gemacht? Genau. Also ich war dann im zweiten A-Jugendjahr. Da habe ich dann bis Winter noch A-Jugend gespielt. Immer noch als cooler Stürmer, der viele Tore geschossen hat. Man hört raus, es ändert sich im Laufe der Karriere. Im besten Fall nicht. Bei mir dann ja. Nein, und dann war ich zum Winter, also ich war tatsächlich wirklich, also man kann ja noch weiter das ausbauen, ich war zum Winter sogar führender der Torschützenliste in der A-Jugend-Bundesliga. Mhm. Und zur Rückrunde dann gab es, glaube ich, oben ein paar personelle Sorgen bei den Männern und Hagen Schmidt hat sich dann mit dem damaligen Cheftrainer Sven Köhler kurzgeschlossen und so bin ich dann durch einen Zufall reingerutscht, sollte dann mal mittrainieren. Habe 2 Tage trainiert und dann hat mich Sven Köhler nach dem zweiten Training ins Büro gehabt und gesagt, Dennis, du spielst am Wochenende. Ja, klar. Dann so, war halt der Wurf ins kalte Wasser, ne? Weiß ich noch ganz genau, das war gegen Eintracht Braunschweig 2, Regionalliga, wie gesagt. Heimspiel in Halle Neustadt, weil der Erdgas-Sportpark gerade gebaut wurde. Mama, Papa angerufen, Mama, Papa, ihr müsst kommen, ich spiele bei den Männern, keine Ahnung wie und was, aber irgendwie, vorbeikommen. Mal gucken. Am Ende haben wir 2-0 gewonnen und ich habe das 1-0 gemacht. Also das war, ist auch noch gebombt. War ein Traumeinstand. Ja, das ist super geil. Da habe ich aber rechts außen dann gespielt, also da ging es dann los, dass ich nicht mehr Stürmer gespielt habe, sondern auf die Außen. Bist dann nach außen ausgewiesen, okay. Genau. Und das ist auch so geblieben, ne? Das ist tatsächlich so geblieben bis jetzt die letzten 2 Jahre, wo es sich alles ein bisschen mischt zwischen Außen und auch Zentrum. Weil auch meine Geschwindigkeit habe ich ein bisschen eingebüßt die letzten 2-3 Jahre. Das verrate ich jetzt insgeheim, weil der Regisseur und Darius, der sitzt gerade drüben, habe ich schon gehört, ja. Es ist tatsächlich so. Das Tempo, ja, aber wie, also ich finde das immer so ein bisschen, boah, abstrus, keine Ahnung, ob das richtige Wort ist, aber Tempo ist ja auch irgendwie eine Sache, auf die wird vehement Wert gelegt. Nach wie vor in der Ausbildung und auch im Jugendbereich. Du hast Leute, die Bundesliga gespielt haben teilweise, 300 Spiele, 320 Spiele, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich es nicht genau kenne, natürlich auch die Hintergründe, die dann in den NLZs noch mit eine Rolle gespielt haben, aber du hast Bundesliga-Profis, ohne jetzt Namen zu nennen, oder auch zum Beispiel einen Robin Gosens, der aussortiert worden ist, wo auch gemunkelt wird zumindest, dass Tempo immer eine Rolle gespielt hat, und dann schaffen die es trotzdem woanders, zu einem teilweise wirklich ein Top-Profi zu werden. Macht das noch Sinn, so extrem auf Tempo zu gucken? Warum wird denn da so drauf geguckt? Weil du hast ja auch geschafft. Weil das Spiel immer athletischer wird. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich immer mehr darauf ankommen, dass du einfach physisch gute Voraussetzungen hast, dass du enorm schnell bist, einen super Antritt hast, gerade auf den ersten Metern gut bist, natürlich dann körpermäßig auch stabil bist. Ich glaube, das ist viel, viel wichtig. Also es kommt natürlich auf die Position an. Ja. Aber gerade wenn du auf den Außen unterwegs bist, ob jetzt Außenverteidiger, Außenspieler, wenn du da einfach am Ende des Tages, ist es traurig, aber wenn du da schnell bist, und viel laufen kannst, im besten Fall noch, musst du gar nicht viel mehr können. Das wollte ich gerade nämlich nachschieben, ne? Weil so typisches FIFA-Phänomen,
auf der Playsee, L1, Dreieck und ab dafür, flanke den freien Raum und einer wird schon laufen. Und gefühlt ist es halt, zumindest im Scouting, jetzt mögen mich einige vielleicht da komplett kritisieren an der Stelle, die das besser wissen, natürlich, um Gottes Willen, aber gefühlt, für mich so, wenn ich da als Fan drauf schaue, gar nicht so als Journalist, ist es so, ja, muss er noch Fußball spielen können oder reicht es, wenn er einfach einen geilen Abschluss hat und schnell ist? Genau, so ist es. Also so auf, wie gesagt, auf manchen Positionen Stürmer, ja. Schnell und geiler Abschluss, außen schnell und vielleicht noch gut flanken können. Und die Jungs, die dann das Spiel machen, die dann mehr im Zentrum sind, die müssen dann halt doch ein bisschen mehr Fußball spielen können. Die können vielleicht auch mal einen Tick langsamer sein. ich hatte in Bielefeld einen Trainer, Norbert Meyer, der hat immer gesagt, die einfachste Position... Ach, Norbert Meyer, der war bei Dü. Die einfachste Position, um in die Bundesliga zu kommen, hat er immer gesagt, ist eigentlich der Linksverteidiger. Weil wenn du Linksfuß bist, hast du schon mal einen Vorteil, weil es davon nicht so viele gibt. Und als Außenverteidiger musst du eins können, du musst einfach 90 Minuten die Linie hoch und runter marschieren können. Deine Seite dicht machen und vielleicht drei Aktionen nach vorne haben in einer Halbzeit. Und trotzdem ist das nach wie vor gefühlt immer noch die Achillessehne in Deutschland. Definitiv. Oder? Wie ist es denn? Also seit Jahren. Ich habe letztens mit Tobias Rausch sprechen können, ein ehemaliger Linksverteidiger, Karriere sehr früh beendet aus unterschiedlichsten Gründen und den habe ich auch gefragt und gesagt, Mensch, wie tief bist du noch drin in dem ganzen Kosmos und Linksverteidiger? Linksverteidiger. Also es ist krass und das ist, man bekommt es halt irgendwie auch nicht so irgendwie, ist einfach gesagt, aber weggescoutet, sage ich mal, im Jugendbereich, ne? Und was macht denn die Position so speziell? Du hast doch linke Schiene gespielt auch, ne? Jetzt nicht Verteidiger, aber linke Schiene, ne? Ja. Teilweise auch schon in einer Fünferkette, das ist ja jetzt auch alles relativ modern, viele spielen mit Dreierkette. Und dann hast du ja wirklich reine Außenspieler, die wirklich vorne und hinten spielen. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt in der Viererkette mit einem Linksverteidiger spielst. Jetzt wird's fachlich, finde ich geil. was macht's speziell am Quote Ende? Die Quote geht so gerade. Am Ende ist nichts Schwieriges dabei, wie gesagt. Du musst sowohl hinten als auch vorne oder sagen wir mal gegen den Ball einfach deine Seite dicht machen, dass nicht so viele Durchbrüche kommen, so viele Flanken kommen von Gegner über deine Seite. Dann hast du schon mal wahrscheinlich 80% geschafft von dem, was du tun musst. Und dann, wie gesagt, noch nach vorne ein paar Durchbrüche schaffen mit Ball und ein paar geile Flanken bringen. Also ich glaube, das ist eigentlich nur das, was du machen musst. Es ist halt einfach enormer Laufaufwand und im besten Fall bist du halt schnell und kannst lange laufen. Und wahrscheinlich die Kombination, also für mich jetzt glaube ich, Raum ist glaube ich im Moment ein Linksverteidiger, wo ich sage, der hat wahrscheinlich das größte Potenzial mit Philipp Max zusammen, den ich auch, mit dem ich noch eine Vorbereitung zusammen in Karlsruhe damals bestritten habe. Ach was. Der einen brutalen Fuß hat. Weiß ich jetzt gar nicht, wenn du die vergleichen würdest, wahrscheinlich ist Raum einfach. Das ist halt auch, ne, weil Max ist ja nach wie vor in Eindhoven, ne? Genau. Das ist glaube ich halt, der ist halt einfach so komplett aus dem Fokus raus. Und Eindhoven hat ja auch nur eine Rolle gespielt wegen Götze, glaube ich. Also mag jetzt einige Fußballfans geben, die nur Eredivisie gucken. Aber ich glaube, die meisten hatten einfach auf dem Schirm Götze. Ja. Das ist dann Philipp Max. Was ich auch interessant fand, weil der hat natürlich eine brutale Saison gespielt bei Augsburg, bevor er gegangen ist. Ja. Ich weiß nicht, was da vielleicht im Hintergrund drin steckt, aber das Fußballgeschäft ist... kommen wir noch drauf wahrscheinlich, manchmal nicht ganz durchsichtig, behaupte ich. Ne? Also du bist ja dann auch, sag ich mal, du hast dann gesagt, ne, gutes halbes Jahr gespielt und dann kam er für dich, du hast gerade schon gesagt, Karlsruhe, der Wechsel, dann in die zweite Fußball-Bundesliga aus Regionalliga Nord. Genau, also ich hatte dann als A-Jugendlicher das halbe Jahr gespielt und danach kam meine erste richtige Männersaison beim HFC dann, das war auch Regionalliga, auch wieder mein erster Lernprozess gewesen. Natürlich gedacht als junger Spieler mit, ich glaube, 18 Jahren. Okay, gut, jetzt habe ich ein halbes Jahr gespielt, das läuft ja einfach jetzt so weiter. Also ich rotze jetzt alles weg, ja? Genau, brauche ich mir gar keine Gedanken mehr, mal ein paar Buden, ein paar Vorlagen, Trainer mag mich, so, das läuft. So war es dann halt nicht. Habe mich dann halt auch, sag ich mal, im Unterbewusstsein ein bisschen zurückgelehnt, dachte, wie gesagt, es kommt schon alles. Deswegen lief die Hinrunde dann auch nicht so gut. Habe wenig gespielt, wenig auf Sachen neben dem Platz geachtet, wenig Nachbereitung gemacht, wenig meinen Körper gepflegt. Ernährung auch nicht ganz so klar, als Jugendlicher dann hast du ja mal irgendwas reingehauen, was so alles vor die Flinte kam.
Und so muss ich zur Rückrunde einiges umstellen, auch ernährungstechnisch dann einiges Weil du umgestellt. es selbst gemerkt hast oder weil der Impuls von außen kam oder? Ich habe es selbst gemerkt, aber es kam auch ein ganz deutlicher Wink mit dem Zaunfall so vom Trainer, dass er gesagt hat: Dennis, du musst jetzt mal schauen, dass du da ein bisschen was machst. Also, ich bin jetzt 1,86 groß, wiege so 77 Kilo, war schon mal noch ein Stück tiefer, aber damals habe ich 85 Kilo gewogen. Also, Da hast du draufgepackt, ja? da hatte ich dann wieder den kleinen Dennis, den 13-Jährigen, der dann wieder ein bisschen Bauch hatte und ein Ja. bisschen Backen. Ja, und dann habe ich halt gesagt, gut, bevor ich einen Ernährungsplan kriege oder noch weiter von Sack kriege, kümmere ich mich selber drum. Und in der Rückrunde habe ich dann sehr, sehr viel gespielt. Wir sind aufgestiegen in die dritte Liga. Mein erster Aufstieg im ersten Herrenjahr sozusagen war mega. Es verbindet mich auch immer viel sozusagen hier mit Halle, mit der Stadt. Dann ein Drittliga-Jahr gespielt, wo ich, glaube ich, nach dem Torwart die meisten Spielminuten hatte, als, weiß gar nicht, zweitjüngster Spieler, glaube ich. Und dann kam der Wechsel nach Karlsruhe, genau. Dann ging es raus in die weite Fußballwelt. Das erste Mal ja auch richtig weit weg von zu Hause, ne? Absolut, ja. Wie fühlt man sich als 18, 19, 20-Jähriger? Du kennst viele Leute, glaube ich, aus der Jugend noch. Du kommst dann mit hoch. Du bist in einem Umfeld nicht ganz weit weg von zu Hause. Im Notfall, Mama, Papa können immer da sein, die Geschwister, keine Ahnung. Und dann kommt ein Anruf von deinem Berater oder wem auch immer. Und dann wird dir das erste Mal gesagt, hier. Zweite Fußball-Bundesliga. Wie hast du dich gefühlt dabei? Erstmal war es schon sehr, sehr positiv, muss ich sagen. Also ich hatte noch nie das Problem, von zu Hause weg zu sein. Also jetzt auch grundsätzlich von meinen Eltern. Klar war es eine andere Distanz und du konntest jetzt nicht mehr Karlsruhe, ganz so ballerst so ein regelmäßig fahren. Stückchen, ne? Ja, ich glaube, es waren immer so 6,5 Stunden ungefähr, die ich gefahren bin. Das weiß ich noch relativ genau. Aber grundsätzlich war erstmal die Freude natürlich riesig, ne? Also das war so der nächste Step. Obwohl ich damals auch viel und her geschwankt habe. Weil ich in derselben Saison noch ein Angebot von RB Leipzig hatte und natürlich überlegt hatte, was ich jetzt Die mache. damals dann Regionalliga waren. Die waren Regionalliga, sind dann zum späteren Zeitpunkt noch, also in der Saison sind die noch aufgestiegen, da war dieses Aufstiegsspiel gegen Lotte, dieses Ach, Relegationsspiel. mit euch quasi. Die sind mit dem HFC Nee, aufgestiegen in wir der waren ja schon in der Saison. dritten Liga dann. Ah, okay. Ah, verstehe, okay. Genau, wir hatten ja das letzte Jahr, wo man direkt aufsteigen konnte, da haben wir ja Ja. RB und Kiel sozusagen hinter uns gelassen Ja. mit dem HFC. Und danach das Jahr ist RB dann in der Relegation gegen Lotte aufgestiegen. Und das war 2013. Und da hatte ich das Angebot zum einen von Karlsruhe, zweite Liga. Weil die sind aus der dritten Liga aufgestiegen. Die waren mit Abstand, glaube ich, sogar Erster. Und RB, damals noch Regionalliga, war ungewiss, ob sie aufsteigen oder nicht durch die Relegation. Ja, da habe ich natürlich hin und her überlegt, ne? Also zum einen, wie gesagt, der Schritt in die zweite Liga für mich absolut nachvollziehbar, sinnvoll. Der nächste Step so ein bisschen. Zum anderen natürlich dieses Projekt RB mit den ganzen Bedingungen, die vorhanden sind und auch den Visionen, die die haben. Saß damals auch mit Ralf Rangnick zusammen, der hat mir alles, hat gesagt, ja, Karlsruhe, keine guten Bedingungen und alles nicht gut und komm zu uns und dies und das. Aber am Ende habe ich mich für Karlsruhe entschieden, habe gesagt, das ist für mich der nächste sinnvolle Schritt. Nach der vierten, dritten Liga, war natürlich auch dann Jahr für Jahr, ne? Also ein Jahr vierte Liga, ein Jahr dritte Steigerung. Liga Ja. und dann im nächsten Jahr gleich zweite Liga Fängt man da im war. Kopf schon an zu überlegen und geht die Treppe weiter hoch? Natürlich malst du dir das alles aus, ganz klar. Also, natürlich sagst du dann auch, na gut, wenn es so weitergeht, dauert es ja nicht mehr lange, dann spielst du Champions League. Definitiv, klar. Das ist als junger Spieler, denke ich, ganz normal. Und dann hast du ja auch in Karlsruhe, habe ich gesehen, die ersten Spiele eigentlich gespielt immer. Genau, ich habe eine richtig gute Vorbereitung eigentlich gespielt, beziehungsweise, was heißt eigentlich? Also, das Feedback habe ich auch von meinem Berater bekommen, dass der Verein da sehr, sehr glücklich war in meiner Vorbereitung. Habe dann das erste Spiel auf Anfang angespielt, haben wir in Frankfurt gespielt, beim FSV Frankfurt damals noch zweite Liga. Haben, glaube ich, 1-0 oder 2-1 gewonnen, irgendwie sowas. Zweites Spiel dann zu Hause gegen St. Pauli. Schönes Spiel. War dann so auch so, sag ich mal, der erste noch ein bisschen größere Verein, ne, wo so mein Gegner war. Damals gegen Bernd Nehrig, damals noch Rechtsverteidiger. Also. Herrlich, ja, Das war geil. dann so ein junger Bub, so zweites Zweitligaspiel gegen Bernd Nehrig, der damals wahrscheinlich schon, weiß ich, wie viele Spiele auf dem Buckel hatte, 6000 abgezockter, Zweiligaspiele, ja. jetzt sozusagen wirklich richtig fieser Gegenspieler. Ja, es war so das kleine erste, sag ich mal, Schicksalserlebnis, wo dann eine Eingabe kam von rechts irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit. Kam vorne rum, am Tor vorbei, Tor war mehr oder weniger leer.
ich war schon einen Schritt zu weit vorne, krieg den Ball ein bisschen im Rücken und habe halt mit meinem rechten Stock, der halt leider eigentlich nur zum Stehen da ist, versucht den Ball ins Tor zu schießen, habe dann aus die Sky-Reporterin ganz charmant nach dem Spiel, hat sie mich gefragt, wie ich den Ball aus 4 Metern und 65 Zentimetern am Tor vorbeisetzen kann. Ja, nett. Habe ich dann halt vorbeigesetzt. Ja, musste dann zur Halbzeit runter. Denke ich jetzt nicht 100% abhängig von der Torchance, aber einfach da einen neuen Impuls setzen. Und das war wahrscheinlich so ein bisschen auch dann so ein kleiner Knackpunkt, was heißt Knackpunkt, aber da hast du dann jetzt erstmal so gegrübelt, so, oh scheiße, hast du jetzt Mist gemacht. Weil es bis daher eigentlich immer flutschig genau. Durchlief. Genau. Ja. Bis dahin lief es immer stetig bergauf. Ich hatte natürlich auch in Halle mit Sven Köhler einen Trainer, wo ich immer, hatte ihn ja dann nochmal im Laufe meiner Karriere in Chemnitz, wo ich immer wusste, der steht hinter mir, ich kann mich frei fühlen. Und in Karlsruhe dann wieder, wie du schon gesagt hast, dann ist das Umfeld nicht mehr da, du musst wieder komplett neuen Anschluss finden. Und das war dann nicht ganz so einfach für mich. Das war dann ein bisschen, da hast du dann erstmal so ein bisschen rotiert und hast überlegt, was machst du jetzt besser und viel auch mit dir selber, weil so auch die ganze Mentalcoach-Schiene und sowas, was jetzt natürlich alles relativ normal ist, gab es damals nicht oder war noch nicht so verbreitet und für mich auch gar nicht oder gar keine Überlegung. Konntest du mit Mitspielern sprechen über so eine Situation, weil das ist ja schon so eine, ich erinnere mich jetzt, prominenteres Beispiel, vielleicht kann man sich das so, ich weiß nicht, wie man sich genau vorstellen kann, aber vielleicht so ein bisschen wie Mario Gomez damals, EM 2008 gegen Österreich, der war jetzt 1 Meter, 2 Meter vorm Tor und knüppelt das Ding irgendwie drüber, weiß er selbst nicht bis heute und das hat man ihm ja auch übel genommen des Grauens über Jahre später noch und er war aber schon an dem Punkt, wo er halt auch Bundesliga gespielt hat und Nationalmannschaft gespielt hat und das vielleicht ein bisschen besser verarbeiten konnte als du damals, also wie sehr hat dich das wirklich beschäftigt? Ich sag wahrscheinlich direkt gar nicht so viel, aber ich habe mich halt davon, ich war damals, wie gesagt, jung, erstmal richtig weit von zu Hause weg. Ich habe mich davon halt ein bisschen beeinflussen lassen und ein bisschen dann wahrscheinlich so ein Tick weit dann wieder ein Stück Selbstbewusstsein verloren, was du dann erst wieder aufbauen musstest und habe dann halt auch gemerkt, dass halt auch ganz klar so, je höher du kommst, desto mehr steigt natürlich der Druck, dass du immer auf dem Punkt da sein musst und abliefern musst. Aber auch jeder Spieler schaut am Ende des Tages, es ist auch leider so, je höher du kommst, desto mehr schaut jeder Spieler, dass er seinen eigenen Arsch an die Wand kriegt. Und alle anderen sind eigentlich, sag ich mal, ein bisschen egal. Das ist nun mal so, auch wenn Fußball Mannschaftssport ist, am Wochenende stehen auch immer 11 Mann auf dem Platz, die im besten Fall alle füreinander da sind, alle zueinander halten. Aber alles, was drumherum passiert, schaut schon jeder so ein Stück weit, dass er einfach für sich natürlich das Beste rausholt. Ist am Ende des Tages aber auch nochmal, sage ich, weil in jedem anderen Job will man ja auch für sich persönlich so hochkommen, wie man will. Und von daher, ja, war da so ein bisschen dann die Hinrunde immer wieder gespielt, mal eingewechselt, aber nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Ja, das war halt ein sehr lehrreiches Jahr, ne? Also, wie gesagt, jung gewesen, natürlich auch, ja, noch, sag ich mal, schüchtern gewesen, noch nicht so viel den Mund aufgemacht. Nicht so direkt immer zum Trainer gegangen, gefragt, was kann ich besser machen, woran fehlt es gerade, warum habe ich nicht so viel Spielzeit. Ja, da war ich aber noch zu grün. Weil du diese Gedanken gar nicht hattest oder weil du dich nicht getraut hast? Ich hatte die Gedanken gar nicht. Ich habe dann einfach alles so mehr oder weniger so hingenommen, wie es war und dachte einfach, ja, es wird schon wieder kommen. Einfach weitermachen. Aber du musst dann schon auch ein bisschen proaktiv werden, um dir da dann wieder, sag ich mal, deine Rolle zurückzuholen, beziehungsweise dann auch die Zeiten, wo du sagst, die stehen dir zu, natürlich auch einzufordern. Was wurde dir denn von Karlsruher Seite aus versprochen, als du gewechselt bist? Also mit welcher Idee für dich, für deine Entwicklung, haben die dich überzeugt? Ja, ganz klar. Natürlich, wie gesagt, überhaupt zweite Liga, den nächsten Step zu gehen. Und die hatten damals einen Spieler, der dann auch noch einiges gespielt hat, Danny Blume. Den hatten die ausgeliehen damals und hatten den dann weggeschickt, weil sie mich verpflichtet hatten. Und der hat dann aber danach nachweislich, glaube ich, sogar noch Bundesliga einiges gespielt. Oder Danny Blum heißt er, glaube ich, nicht Blume, Blum heißt er. Wo sie dann gesagt haben, ganz klar, also du bist für uns links Mittelfeld schon die Option. Ich hatte ja auch relativ früh unterzeichnet, ich glaube im April schon. Also war schon relativ früh auch fix. Und von daher war schon der Weg so gesehen natürlich, dass ich mich da weiterentwickeln kann auf ein nächsthöheren Niveau. Und für die natürlich auch die Idee natürlich, dass da was richtig Cooles draus wird.
dass da ein Juwel ranwächst. Sozusagen, so, ja. Ich war damals, glaube ich, 21. Ja. Da zählt das man war ja damals war das noch Talent und jung. Und heute hast du da teilweise schon 120 Bundesligaspiele in dem Alter. Also kompletter Wahnsinn. Mit wem hast du so zusammengespielt? Und sagst Philipp Max, war das auch die Zeit, wo Çalhanoğlu noch da war beim KSC oder nicht? Çalhanoğlu ist weg, wo ich gekommen bin. Ah, okay. Der ist ja dann, wo ist er dann hin? Weiß ich gar nicht. Zum HSV. Ja, genau. Glaube ich direkt. Ja. Ja, genau. Der hatte, glaube ich, vorher schon unterschrieben, hat sich noch eine Saison ausleihen lassen an KSC und dann ist er komplett hin, wo ich kam. Mit wem habe ich zusammengespielt? Bekanntere, das ist jetzt eine gute Frage. Ne? Mit dem jetzigen Trainer? Nee. Ist mir der Name entfallen. Eichner. Genau, Christian Eichner. Ja. Ja, nee. Also wen hatte ich damals? Ich hatte Reinhold Jabo, sagt bestimmt einigen was. Der war auch, ist ja auch mein Jahrgang. Von daher kannte ich schon vorher so ein bisschen so, wusste ich zumindest, wer es war. Mhm. Wie gesagt, ja, Philipp Max, Ruben Hennings habe ich zusammengespielt. Ah, stimmt, der Ruben war damals Hennings. Im Sturm. Manuel Gulde, jetzt auch schon wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele hunderte Bundesligaspiele Freiburg gemacht. Ja. Jonas Meffert, jetzt glaube ich im HSV. Mhm. Das ist noch einer, sag ich mal, der jetzt noch auch noch höher aktiv ist. Ansonsten, keine Ahnung, Daniel Gordon, der ist immer noch beim KSC, ist ein Urgestein mittlerweile, ja. Der war damals auch schon da. Also gab es schon einige Spieler, ne? Also die auch da, wie gesagt, auch klar, ein paar, die man jetzt nicht so kennt, aber trotzdem, Dirk Orleshausen war zum Beispiel Torhüter damals, der ist jetzt Torwarttrainer bei Hansa Rostock. Die Namen sagen mir alle was. Ich gehe gerade so in meinem Kopf so diese alten Kicker-Zeitschriften durch, die ich so gesammelt habe, wo die drin standen. Ja, klar, ich kenne jetzt auch die ganze Aufstellung so sagen. Keine Ahnung, hinter mir hat Dennis Kempe zum Beispiel gespielt, Linksverteidiger. Der ist, ich weiß gar nicht, ob der jetzt bei Wien Wiesbaden noch ist oder nicht mehr. Kuhn van der Beetzen vorne, wie gesagt, mit Ruben Hennings. Es waren schon ein paar coole Kicker dabei, auch beim KSC jetzt oder allgemein dann auch, sag ich mal, in der weiteren Karriere, ne? Also was sind so ein paar Namen, wo du, wenn dich jemand fragt, was man ja oft mal vielleicht auch von einem Profi wissen möchte, ey, gegen wen hast du so gezockt? Was sind da so die Top-Namen, wo du sagst, boah, das war richtig fett, das war schon cool da mit, oder mit dem mal ein bisschen jongliert zu haben im Anschlusskreis, oder? Gegen wen ist wahrscheinlich wirklich dann in Bielefeld, ne? Meine DFB-Pokal-Spiele, wo wir bis ins Halbfinale gekommen sind. Allein das Halbfinale gegen Wolfsburg, da hat Kevin De Bruyne noch mitgespielt. Gegen den habe ich eine Schwalbe gezogen, hat er Geld bekommen. da hat er sich so unfassbar aufgeregt. So, und schon haben wir den Titel für diese Folge, ist das geil. Der hat sich so unfassbar aufgeregt darüber, weil es auch eine klare Schwalbe war, weil ich den Ball vorbeigespitzt habe, gesehen habe, der geht ins Aus. Also habe ich mich noch schnell irgendwie... Hast du gewusst, boah, scheiße. Habe ich mich noch schnell irgendwie gewälzt und lang gemacht. Kurz gesteift. Hat es als taktisches Foul gezählt und hat ihm Geld gegeben. Ist das geil. Ja, also... Das ist ein kranker Kicker, ich habe es einmal live gesehen bisher in Manchester, ey. Boah. Das ist schon cool. Ja, also klar, also die Mannschaft damals. Mein Gegenspieler war Virinha. Ah, und ja. In dem Spiel damals, und das war Wahnsinn. Also der hat seinen Schwerpunkt irgendwo 1 Zentimeter bei der Grasnarbe. War zwar nur so groß wie ein Stuhl, aber unfassbar schnell. Mega Passspiel. Ich glaube, der hat keinen Fehlpass gespielt, jeden Ball am Mann gebracht. Immer schon einen Schritt voraus gewesen. Und auch defensiv gesehen, so ich weiß noch ganz genau, es war eine Situation, ich bin habe einen Durchbruch zur Grundlinie gemacht, habe eine Flanke angetäuscht, er ist runtergegangen, gegrätscht, ist komplett ins Leere gerätscht, ich bin voll gefreut, gut, falsche Ausfahrt genommen, gehe nach innen, mache einen Schritt nach innen, will in Richtung Tor gehen, weil ich halt abgekappt habe, auf einmal stand er wieder vor mir. Ich weiß nicht, wie der das gemacht hat, aber der hat sich auf den Boden gedreht und, keine Ahnung, Breakdance gemacht und auf einmal stand er schon wieder vor mir, hat mir den Ball abgenommen, dachte ich, alles klar, danke. Also das war, die Pokalspiele waren dann, glaube ich, schon, weil es auch einfach Pflichtspiele waren und einfach auch damals auf der Alm in Bielefeld eine mega Atmosphäre war. Und eine Sensation natürlich, dass ihr überhaupt so weit gekommen seid, weil du Drittligist, ne? Genau, ja. Genau, damals Drittligist. Natürlich auch einige dort rausgekegelt hatten, ne? Also wir hatten ja dann Bremen rausgehauen, Hertha, Gladbach und in der ersten Runde noch Sandhausen. Klingt ja fast schon dann Sandhausen gegenüber abwertend. Die waren damals Zweitligist. Nach wie vor und genau. Riesenrespekt, weil ich mich nach wie vor frage, wie machen die das Jahr für Jahr? Aber die machen es Jahr für Jahr. Auch wenn letztes Jahr knapp war, wissen wir alle, aber die irgendwie mit ja, die Schwarz letztes Jahr nochmal irgendwie
die machen es nicht verkehrt. Also jetzt schon, dann müssen die noch Eckballtore schießen direkt, keine Ahnung, gegen Hannover letzte Saison und alles, aber irgendwie klappt es dann doch wieder. Es ist Wahnsinn, also Sandhausen. Aber sie entwickeln sich trotzdem, finde ich, stetig weiter. Der Fußball wird auch immer besser, was halt einfach, glaube ich, die Grundlage ist. Da sitzt, glaube ich, wirtschaftlich wahrscheinlich im Umfeld viel, was ein bisschen Geld geben kann. Ich glaube nur, weil ich glaube, die ganze Region einfach so stolz ist, zu Recht, auf dieses eine Team. Ja. Keine Ahnung, ob es noch andere Sportvereine gibt, die dann anderen Sportarten irgendwie auf einem ähnlichen Level spielen, wenn es so ist. Und sorry, weiß ich es nicht, aber ich glaube, der Fokus liegt klar auf dem SV Sandhausen als Fußballclub. Was da in der Region sitzt, ist noch Golf, das weiß ich. Okay. Stimmt, du bist ja noch Golf, du bist ja auch noch extremer Golf-Fetischist. Ja, genau. Ja, als Ausgleich für den Kopf, oder? Ja, also kann ich jedem empfehlen, nur also es ist ein brutaler Ausgleich. Ich habe es meinem Vater da noch näher gebracht, der es auch als Ausgleich nutzt. Also ich bin da mit, ich glaube 20, 21 bin ich dazugekommen. Damals, weil wir es mal mit der Mannschaft probiert haben, mal so Probeschwingen gemacht haben. Und klingt mal paar Probeschwinge gemacht, schön, klingt, ja. Klingt jetzt komisch. und so bin ich da dazu gekommen und seitdem auch absolut der Golf-Fetischist, wie du sagst, und es ist einfach ein mega Ausgleich. Du gehst in die Natur. Ich sage immer übertrieben gesagt, eigentlich gehst du ja so, wenn du jetzt eine 18-Loch-Runde spielst, gehst du 4 Stunden spazieren in der Natur und hast nebenbei noch einen sportlichen Ehrgeiz, eine sportliche, Attraktion. Und du kannst auch immer, ob mit Kumpels, wie gesagt, mit meinem Vater oder irgendwelche, die du gerade triffst. Du kannst quatschen, du bist halt nicht am Keuchen wie Sau, sondern das ist. Und du kannst dich auch gegenseitig battlen. Ja. Das macht mir halt auch Spaß. Also stimmt, das klingt eigentlich alles zusammen eigentlich, ne? Mittlerweile kann ich auch, früher bin ich richtig gerne auch allein gegangen, weil ich mach's dann auch mein Handy aus, dann hörst du auch nichts. Mittlerweile kann ich eigentlich nur noch, oder gehe ich ungern allein. Ich gehe immer lieber mit irgendwelchen, auch mal Leute, die du vielleicht nicht so kennst, weil du einfach immer ins Gespräch kommst, sowas zu quatschen hast und du bist auch, glaube ich, ne, so relaxer, weil das ist so eine ehrlichere Atmosphäre als so in der Stadt und irgendwo Trubel, sondern da bist du halt so viel entspannter automatisch und wirst, glaube ich, auch einfach ehrlicher in der Kommunikation und Interaktion. Absolut, wahrscheinlich, ne? Absolut, ja. Und trotzdem, wie gesagt, immer so dieses Hin und Her zwischen, du stehst über deinem Ball, willst jetzt einen geilen Schlag auspacken, bist zu 100% konzentriert. Ist ja ein ganz anderer auch Anstrengung. Also ich glaube, auf einer Golfrunde kannst du bis zu 1500 Kilokalorien verbrennen, was ja nie ein Mensch glaubt. Aber einfach, weil hier oben so viel passiert im Kopf. Weil Golf ist, glaube ich, noch mehr als Fußball so viel Kopfsache, dass du das alles zusammenbringst, so auf diesen kleinen Ball transportieren kannst. Und wenn der Schlager vorbei ist, hast du wieder Zeit, kannst wieder quatschen, gehst wieder komplett raus aus dem Ding, bist locker und so dieses Hin und Her, das ist halt auch mega. Das ist auch mega eine geile Qualität fürs Leben allgemein, sowas zu lernen halt, ne? Dieses aus so einer lockeren Situation dann diesen Peak zu finden, dieses okay, jetzt kurz, zack, auf den Punkt, Konzentration und dann geht's wieder ab. Absolut, ja. Kann ich mir auch vorstellen, dass das dann für deine fußballerische Tätigkeit gar nicht so schlecht war. Definitiv. Denke ich mal dann. Und dann. Du bist ja dann auch gewechselt von Karlsruhe nach Bielefeld. Rückblickend, würdest du das als erfolgreichste Zeit mitbewerten deiner Karriere oder? Bielefeld? Ja. Ja, also, dass ich habe mich ja ausleihen lassen erstmal ein Jahr, weil ich hatte in Karlsruhe einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Nach der ersten Saison dann zusammengesessen, gesagt, okay, Spielzeit kann dir nicht versprochen werden. Schau mal, was passiert. Dann kam Bielefeld, die damals auch schon an mir interessiert waren, wo ich mich dann für Karlsruhe entschieden hatte. Bielefeld dann dritte Liga, gerade abgestiegen gewesen, in einer ganz dramatischen Relegation gegen Darmstadt. Und ich gesagt, sieht mega interessant aus, wie gesagt, Stadion, Fans, krasser Verein. Und im Nachhinein war das, fußballtechnisch die beste, zum einen Laie, zum anderen die beste Entscheidung, weil was darauf folgte, war das erfolgreichste Jahr und geilste, spektakulärste oder die spektakulärste Saison meiner Karriere. Weil? Weil Aufstieg, Drittligameister, DFB-Pokal-Halbfinale. Und das am Anfang erwähnte natürlich Tor des Monats, was auch in diese Saison gefallen ist. Und du hast es mitgebracht? Ich habe es mitgebracht, ja. Das ist super geil, das habe ich vorhin angeteasert mit, das gibt es natürlich nicht so viel und das wird man nicht mehr so viel sehen hier. Ja. Das ist die, ich glaube, das war der 8. November 2014 war das. Das ist jetzt hier die originale Sportschau-Tor des Monats-Medaille, die hast du gewonnen. Und ich habe es in der Hand, das ist schon mal cool. Wir blenden die bestimmt noch mal ein. Davon gehe ich mal. Darius kann das, mein Regisseur, der macht das. Mein Regisseur. Der kann das ja, macht das. Vielleicht kriegen wir sogar das Tor des Monats mal eingeblendet, wenn wir die Rechte irgendwo herkriegen. Sportschau, mal kurz hier, mal kurz weggucken. Es war ein Rabona-Kick, das können wir mal beschreiben.
du warst dabei, du hast geschossen, während ich hier schmachte. Erzähl mal, wie kam es dazu, dein Tor des Monats, November 2014? Wie kam es dazu, ist relativ einfach, es ging nicht anders, sage ich immer. Also, das war Topspiel gegen Wien Wiesbaden, Erster gegen Zweiter, glaube ich, damals. Wir, wie wir es in Bielefeld immer gespielt haben, haben schnelle Konter gespielt, haben Ball abgefangen. Klosi hat, glaube ich, Fabian Klos damals schon. Genau. Fabian Legende. Klos, ich glaube, seit 2011 in Bielefeld, absolute Legende dort. Hat Locke Hemmlein, Chris Hemmlein jetzt bei Meppen aktiv, über rechts geschickt und der hat den Ball, wie er es immer macht, flach vorne rumgeballert in den Strafraum. Damals Innenverteidiger, glaube ich, Nico Herzig heißt er. Wollte den Ball wegrätschen, weil Torwart kam nicht ran und der Ball ist ihm irgendwie zwischen den Füßen unterm Fuß durchgerutscht und ich war schon einen Schritt zu weit vorne. Das heißt, ich stand auf dem rechten Bein. Ja, und dann war es, wie gesagt, es war klar, irgendwo gewissermaßen auch im Bewegungsablauf ein Stück weit können. Aber es war auch Glück, dass dann alles so geklappt hat. Norbert Meyer hat im Nachhinein mal gesagt, es war einfach ein Tanzschritt. Also, es war eine Kombination aus allem, aber es ging nicht anders, sag ich mal. Und es war einfach zur rechten Zeit die richtige Idee gehabt. Und dann habe ich das mit diesem Rabona-Kick ins lange Eck gehauen. Habe mich danach auf die Schnauze gelegt. Stimmt, du bist doch gefallen. Ich bin hingefallen. Du bist noch... Würdest du den mal kurz machen, also nicht hinfallen, aber diesen Rabona-Kick, dass wir das mal vor die Kamera haben? Einfach mit Leuten, die immer noch nicht wissen, was ein Rabona-Kick ist, zumindest mal im Groben sich vorstellen können, was da passiert ist. Ja gut, der Ball kam halt, wie gesagt, aus Kameralicht im Prinzip. Und ich stand so und hab dann hinterm Standbein mit dem linken Bein so den Ball ins Tor geschossen. So, relativ einfach. Kann jeder, aber mach das mal bitte in der dritten Liga im Topspiel. Und dann mit so einer Medaille. Das ist super, super cool. Vielen Dank. Wir machen natürlich noch ein bisschen mal ein Foto machen. Das ist natürlich vollkommen klar. Aber später. Sehr cool. Und also das war ja auch ein wichtiges Tor dazu noch. Ne? War das nicht der Siegtreffer oder so? Oder das war 1-0? Das 1-0, aber wir haben leider 3 Minuten später das 1-1 bekommen ungefähr. Also relativ knapp danach. Aber ihr habt doch gewonnen das Spiel, oder nicht? Habe ich gelesen. Wir haben unentschieden gespielt. Habt ihr unentschieden gespielt? Ja. Ich habe nur von Norbert Meyer noch gelesen, dann das Zitat irgendwie, dass er irgendwie gesagt hätte, dass irgendwie... Normalerweise sich man alles reißt bei so einem Schritt irgendwie sowas, hat glaube ich auch irgendwie erzählt. Genau, ja. Das war auch in dem Jahr. Ja. Krass. Wenn du so zurückdenkst an das Jahr, wie geht's dir damit jetzt? Jetzt rückblickend. Ist das eher so ein Dankbarkeit oder ist das eher so eine Wehmut, sich zu denken, boah, ich hätte ja auch schon gern eigentlich so eine Saison auch mal in der ersten Liga gehabt oder in der zweiten Liga? Oder nee, also absolute Dankbarkeit. Also sowas mitzuerleben, sind auch viele emotionale Momente. Da kommt dann schon wieder jetzt auch so ein bisschen Gänsehaut. Alleine, wenn ich es an das Halbfinale, wie gesagt, gegen Wolfsburg denke, wir haben 4-0 verloren. Natürlich hast du als Drittligist geträumt, noch einen Schritt bis ins DFB-Pokalfinale. Ich meine, wenn du jetzt nicht gerade bei Bayern, Dortmund oder sonst wo spielst, gibt es die Möglichkeit jetzt nicht so oft, dass du ins Pokalfinale einziehen darfst. Und die wird immer geringer, die Wahrscheinlichkeit, desto tiefer du spielst halt, ne? Das ist ganz absolut, klar. Genau. Und wie gesagt, wir hatten da... die Chance, wusste natürlich klar, Wolfsburg kommt, wie gesagt, mit Spielern wie Kevin De Bruyne oder Bas Dost vorne drin. Stimmt, Maxi Arnold, hinten Naldo drin gehabt. Da wusste natürlich, was auf dich zukommt. Rodriguez hat noch Linksverteidiger gespielt. Da hat er dann auch noch ein bisschen Karriere gemacht. Wo sind der eigentlich inzwischen? Weiß nicht, ist er noch in Italien irgendwo oder bei AC? Ich hätte gesagt, bei AC definitiv nicht, aber in Italien nicht noch verortet wahrscheinlich. Kann auch YouTube Deutsch, schreibt es in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es selbst googeln natürlich nach der Aufnahme, vollkommen klar. Aber da war das Spiel vorbei. Wir hatten, wie gesagt, 4-0 verloren, waren schon ein Stück weit... eigentlich sinnlos, aber natürlich bist du enttäuscht als Fußballer, wenn du ein Spiel verlierst. Ja klar, das ist klar. Was alles passiert ist, verstehst du erst ein paar Tage später. Und das Spiel war, glaube ich, schon locker eine halbe Stunde rum. Und das Stadion war immer noch komplett voll. Es war Geistgang. Immer noch 28.000 Zuschauer im Stadion. Und die haben zum fünften Mal die Vereinshymne von Bielefeld gespielt. Und haben dann die Musik ausgemacht. Und das ganze Stadion hat eine halbe Stunde nach dem Spiel immer noch die Vereinshymne gespielt. Und wir standen mitten auf dem Platz. Das war Wahnsinn. Also da kam ja auch schon mal eine Träne dann. Tatsächlich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, ey, ganz ehrlich. Das waren so mit der emotionalsten Moment auch, sag ich mal, von diesem ganzen Drumherum, diesem Fanfeeling, also diese ganze Saison mit allem drum und dran, Aufstieg dann noch zu Hause im Heimspiel gegen Regensburg durch Bielefeld, kann aber auch nur spektakulär beziehungsweise dramatisch, nervenzerreibend. Wir brauchten einen Sieg, das, was nicht auf den letzten Spieltag schieben,
und haben stand 1-1 und ich glaube in der 89. Minute hat Paco Testroda nach einer Ecke das Ding eingehauen. Paco, ja, stimmt. Und damit sind wir dann aufgestiegen zu Hause. War natürlich auch Wahnsinn, alles was danach kam, die Aufstiegsfeier und so weiter. Boah, das ist immer so schwierig, ne? Ich liebe Sport und ich gucke mir so gerne, ich habe ja jetzt auch sehr, sehr viel Sport geschaut, jetzt ist das erste Jahr logischerweise, wo ich den Job habe, den ich habe, und habe so viele Momente gehabt, wo ich wirklich meine Fingernägel weggefressen habe, bis auf den Knochen runter, Formel 1 Finale Abu Dhabi, Handball, manche Aktionen, dritte Liga, erste, so viel, aber das ist, ich weiß nicht, ob irgendwas so viel auslösen kann wie Fußball, weil ich glaube, Fußballfans feiern, ich sag mal vorher, ja, vielleicht auch ein bisschen asozialer, mag auch sein, glaube ich, sind wir uns, glaube ich, einig vielleicht ja, in dem ja. Punkt, dass das dann manchen dann nicht so gefällt oder eher missfällt oder, ja, aber das ist gleichzeitig halt eine komplett ehrliche, emotionale Exzessivität auch, weil in so vielen Traditionsvereinen, wie du gespielt hast und auch, ich komme ja aus der Nähe von Dresden, da ist es genauso und, da wird das einfach anders gelebt und das kann man jetzt gut finden und nicht gut finden und es gibt auch Situationen und Sachen, wo ich mir dann durchlese, was Dynamo-Fans gemacht haben und mir denke, jetzt wirst du wieder gefragt nächste Woche im Sender oder bei Kunden oder keine Ahnung wo, ne, dein Verein ja. Und du stehst wieder da wie, yo, was soll ich sagen, ja, ist scheiße, ne? Aber andererseits liebe ich diese Exzessivität extrem und ich, Platzsturm gab es Platzsturm bei euch, Aufstieg? Ja, Bielefeld, klar, natürlich. Das sind, ich glaube, das sind Sachen, die erlebst du halt nirgendwo anders. Definitiv nicht, aber es gehört dazu. Das, also für mich gehört das genauso dazu. Und für mich gehören auch, keine Ahnung, man kann es nicht eingrenzen und man wird es auch nie irgendwie unter einen Hut bringen, aber auch, ich bin im Ostfußball viel unterwegs gewesen, für mich gehört auch Pyrotechnik dazu. Solange wie es im Block bleibt. Ich hatte ja jetzt erst im Mai, sag ich mal, auch runtergebrochen jetzt, sag ich mal, Stadtderby, Lok Leipzig gegen Chemie Leipzig. Gab es ja auch im Nachhinein dann viel Zeitung, dies, das, weil es auch Ausschreitungen gab mit der Polizei und wir hatten auch, glaube ich, eine 17-minütige Unterbrechung, weil halt Lok-Fans Raketen, was ich dann, wie gesagt, das finde ich nicht gut, ganz klar, in die Gegend gerade geschossen haben, wo vielleicht Familien mit Kindern sitzen etc., unnötig. Das ist ja du, ne? Ich meine, in meinem Fall jetzt, du als Spieler, ich habe das ja jetzt Relegation, Dynamo zu Hause gegen Lautern. Boah, habe ich mich geschämt, ganz ehrlich. Und ja. Ich kann es ganz rational nachvollziehen, weil ich weiß, wie manche Menschen da ticken und leben, dass der Verein alles ist. Zu einem ungesunden Maße vielleicht auch, sorry. Dass man sich dann so reinlebt, dass das eigene Leben weniger wert ist, gefühlt als der Verein und man sich so krass damit identifiziert, dass man das gleichsetzt und diesen Schmerz und diese Trauer da so krass fühlt, dass man sagt, nee, man kann sich akzeptieren, aber dann dieses Feld da wegzubrennen in Teilen und Lautern ja genauso, schon vorm Spiel in den Familienblock das Zeug geschossen, das ist dann. Und dann bin ich halt auch an dem Punkt, wo ich sage, dann musst du es halt verbieten, weil du wirst immer, immer Bekloppte haben und sorry, nichts anderes ist es, die das halt nicht im Block lassen können. Und ich finde es auch, jetzt habe ich es gesagt, ich liebe, jetzt kann ich dazu stehen, ich liebe geile Pyro-Choreografien, wenn es halt im Block bleibt. Und ja. Wir haben jetzt hier mal auch einen Profifußballer sitzen, der auch sagt, es zündet ja auch die Jungs auf dem Platz an, nehme ich an. Zu 100%, also wie gesagt, jetzt letztes Spiel, wie gesagt, was groß war, Lok gegen Chemie, unsere Fans haben eine riesen Choreo gemacht. Und mit schwarzen Rauchtöpfen, der ganze Block war schwarz, alles natürlich über den Platz gezogen, da musst du wieder 5 Minuten warten bis zum Anpfiff, aber es ist einfach geil, also es macht mega Spaß und es gibt dir so viel und wie du gesagt hast, die Fans stecken so viel Zeit da rein, was man halt auch noch sehen Geld. Muss. Und alles fürs Team, wovon sie, kann man jetzt psychologisch so und so sehen, aber rational nichts haben. Genau, außer die Freude. Die Freude, außer die Emotion. Und diese authentische Glückseligkeit bei einem Sieg vom eigenen Verein. Mehr ist es aber nicht. Man bekommt im Return außer das Hormonelle, so dumm wie das klingt, nichts zurück. Genau. Und dann, ja. Nein, deswegen, also da bin ich auch ganz klar bei dir. Also für mich gehört das alles dazu. Wie ist denn das allgemein? Wenn du dich ja, du spielst aber auch bei Vereinen oder hast meistens bei Vereinen gespielt mit so einer Fanszene, sag ich mal, wo das einfach auch mit dazu. Ostfußball hast du gesagt, Halle hast du gespielt, Cottbus.
Chemnitz. Beim CFC hast du ja auch gespielt, genau. Das gehört einfach mit dazu. Wenn du jetzt aber so, redet man da auch mit seinen Kollegen drüber, quer durch die Karriere, auch mit in Zweitliga-Zeiten und so. Wie ist denn so der Grundtenor bei Fußballprofis in Deutschland? Wie sehen die denn das? Und was sagen sie davon nicht öffentlich zur Presse? Was Pyrotechnik angeht. Ich glaube, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, nee, also Pyrotechnik ist echt scheiße. Also jeder findet es geil, weil es ist einfach Stimmung, die dazugehört und was einfach nochmal auch viel, viel mehr pusht, ne? Und wenn du irgendwo auswärts bist und hast so einen geilen Gästeblock dabei, die richtig Ballett machen und dann auch ein bisschen Pyrotechnik reinhauen. Es ist einfach cool, es macht immer Spaß, es sieht gut aus, was die sich ja auch teilweise einfallen lassen. Keine Ahnung, dass da irgendein Männchen ist, der eine Pfeife im Mund hat und dann kommt aus dieser Pfeife, kommt dann, wie gesagt, zum Beispiel schwarzer Rauch. Also das ist ja nicht mal einfach nur manchmal sinnlos gezündet, was auch mal passiert, klar. Aber es sind ja auch mega Ideen dahinter, wo du musst ja diese ganze Zeit sehen, die malen und basteln diese ganzen Choreos. In irgendwelchen Hallen bei 4 Grad im Winter und ja. Und lassen sich das alles einfallen, wie sie es dann auch hochziehen, ob auswärts oder heim, dass es alles passt. Und also, wie gesagt, ich habe noch niemanden erlebt, der gesagt hat, der findet das scheiße oder der findet, es gehört verboten. Wie gesagt, solange alles im Block bleibt was du nie verhindern kannst, weil du immer 10, 15, 20 Mann dabei hast, die halt irgendwie das Rad oben nicht richtig sitzen haben und meinen, die müssen irgendwie einen draufsetzen, was dann zu viel ist, gehört das einfach zum Fußball dazu und das macht dann auch wieder den Fußball zu dem, was es ist, dass es einfach die Sportart ist, was so eine unfassbar riesen Anziehungskraft hat. Ja, dann hast du halt, ich meine, es ist mir dieses Jahr irgendwie gehäuft aufgefallen, vielleicht auch, weil es wegen Corona 2 Jahre nicht so viel fanmäßig möglich war am Stadion, aber du hast ja einige Spiele auch gehabt. In Italien haben die ja alle gezündet gefühlt vom Dom, die ganzen Profis vom RC zur Meisterfeier. Auch einen Niklas Füllkrug in Bremen, der da sanktioniert wird dafür. Wie gesagt, das ist natürlich, kann man natürlich als Verband sagen, ja, das sind die Regeln, wir machen das wegen den Regeln und nicht, weil wir es nicht cool finden. Ich finde es ganz großen Käse und es trennt halt wieder ein bisschen mehr die Fußball von der Basis, ne, was man ja immer so diskutiert drüber. Auf der anderen Seite ist halt immer und da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, auch immer dieses Ding, dass man auch das Gefühl hat, natürlich, dass auch in den Medien da immer so viel, ja, und Pyrotechnik und negativ und die Profis, die natürlich auch mit Presseinterviews dann das umschiffen oder nicht drauf angesprochen werden wollen oder kein oder nicht sagen dürfen oder deswegen, ich bin ja auch Sportjournalist, auch wenn ich sehe mich selbst nicht so, überhaupt nicht, also gar nicht, es ist immer so dieser, ich sage immer, ich bin Moderator und dann ist das ganz der oberstehende Begriff ist dann sicherlich Journalist und dann halt bei mir vorwiegend Sport. Ich mag das überhaupt nicht. Hm. Ich mag es nicht, irgendwie meinen Job so zu labeln. Ich sage, ich baller beruflich gute Laune in Mikrofone. Das ist das, was ich mache. So, ich bin ich und damit verdiene ich Geld. Ja. So. Und weil ich genau das eben nicht möchte, dass es dann automatisch, sag ich mal, zu anderen Situationen kommt oder zu anderen Gesprächen. Nur weil man da irgendwie zusammensteht und der eine ist klar Profisportler, Sportlerin, der andere ist ganz klar Reporter, Reporterin, Journalist. So, weil du warst Profi, wie viele Interviews wirst du gemacht haben in deiner Karriere? Ja, so, genau. Und die Fragen sind 10 Jahre die gleichen gewesen wahrscheinlich. Absolut, definitiv. Also es kommt immer selber und das ist auch das, was du gesagt hast. Du wirst natürlich auch geschult und wenn dann Fragen kommen, wie zum Beispiel Thema Pyrotechnik und so, du gibst immer irgendwelche neutralen Antworten, wo sie dir halt keinen Strick draus ziehen können, nicht das nächsten Tag machst du eine Bildzeitung, also im schlimmsten Fall die Bildzeitung natürlich auf, die alles so schreiben, wie sie es brauchen, ohne jetzt irgendjemand so nahe zu treten. Wir folgen Leute, die da arbeiten, ich hab's ja nicht gesagt, ich bin nur die Plattform, ich biete nur Meinungen an, ja. Ihr müsst da nichts kaufen. Nee, aber deswegen passt du da immer auf natürlich, was du erzählst und was du sagst und darfst natürlich auch nicht den Verein schädigen und deswegen musst du da neutral antworten und das ist glaube ich das so. Fuck das ab? Teilweise schon, ja. Mhm. Klar würdest du auch mal gern irgendwie einen rauslassen oder mal wirklich sagen, wie es manchmal ist, aber ja, es geht halt nicht. Dafür ist das Fußballgeschäft halt so, wie es ist, ne? Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ja dann auch teilweise, sag ich mal, bestimmt dann
manchmal möchte man vielleicht mal ehrlich sein und der Presse irgendwas hingeben und sich mal ein bisschen Luft machen. Auf der anderen Seite hat man vielleicht dann teilweise Situationen, wo man dann sich denkt, boah, was schreiben die für eine Scheiße wieder? So habe ich es nie gesagt, so habe ich es nie gemeint und dann wird es wieder rumgedreht und es ist halt, glaube ich, einfach so ein gegenseitiges, ich weiß halt nicht, also deswegen, das ist ja auch, ne, ich meine, wir sitzen hier in einem komplett anderen Setting, was finde ich super entspannt ist und super cool ist und man hat halt immer so das Gefühl, Mann, warum würde jetzt zum Beispiel ein Gespräch zwischen uns vielleicht anders klingen, wenn ich jetzt sage, ich habe gerade Sendung und wir haben 15 Minuten und ich weiß aber auch, ich müsste jetzt zum Beispiel die Basic-Fragen stellen, Mensch, Dennis, gestern Testspiel gegen Plauen, kurz vor Saisonstart, lief nicht so gut, erklär mal, was er wollen will. So, ne? Weil aber natürlich die Leute draußen sagen, das interessiert mich und das möchte ich wissen und ich denke mir so, yo, aber können wir auch mal ein bisschen über Mindset-Sachen reden und dann ist aber in 15 Minuten nicht viel Zeit dafür und auch nicht viel Zeit, ein Vertrauensverhältnis vielleicht irgendwie aufzubauen oder mal sich ein bisschen locker einzuquatschen, was ja ganz normal ist. Und deswegen, ich mag das überhaupt nicht, mich so als Journalist bezeichnen zu lassen oder so, weil ich mir so denke, nee, ich bin du und ich und alle anderen wollen, so platt wie das immer klingt, aber du willst ja ein glückliches Leben führen und alle, egal ob das ein Reinigungsfachkraft ist oder der CEO von dem Haus, wo das Unternehmen drin sitzt, ja, die wollen beide abends zu Hause sitzen, auf der Couch, sich, sorry, am Sack kratzen und das Gefühl haben von, okay, mein Leben ist cool und mein Kühlschrank ist voll. Genau. Und dann dieses Tamtam und ich muss hier eine große Story draus machen und ich muss jetzt hier und dann muss ich da... Ja, ich glaube, das ist halt immer so ein bisschen, also jetzt wieder rein auf den Fußball bezogen natürlich. Die Sportjournalisten müssen natürlich auch immer zusehen, ne? Die kriegen wahrscheinlich angesagt, du musst wahrscheinlich 3 Geschichten in der Woche erzählen über die Mannschaft, über die du berichtest, je nachdem, wo du jetzt regional natürlich ansässig bist. Das ist natürlich auch immer schwer, irgendwas natürlich zu finden und dann quatschen sie alle voll, um irgendwie Geschichten voll zu kriegen. Aber ich finde, du kannst ja trotzdem auch, wenn du immer fest für eine Mannschaft verantwortlich bist, kannst du trotzdem ein geiles Vertrauensverhältnis aufbauen zu allen. Und dann kriegst du auch die Geschichten. Und dann kriegst du auch mehr. Und dann kriegst du auch mehr Geschichten. Genau. Und dann kommt Dennis und sagt, boah, ey, yo, gestern Mannschaftsabend waren alle ne? Ja, so. Genau. Keine Ahnung. Das ist so. Und das ist ja auch dann, dass wir uns in einer Branche bewegen, die sehr viel mit Vertrauen funktioniert. So. Absolut. Und ich bin da jetzt noch nicht lange drin, selbstständig, erst jetzt ein Dreivierteljahr oder so. Aber es ist natürlich, ich merke das schon, wenn ich mit, ich sage extra keinen Namen, der wäre genauso asozial wieder, wenn ich mit Leuten spreche oder Interviews aufzeichne und halt die voraufzeichne. Ja. Und die Pressesprecherin ist mit drin von dem jeweiligen Verein, das sind auch Zweitligisten dabei, auch Bundesligisten schon dabei gewesen und redest du mit denen und hast währenddessen das Gefühl, das Interview, ey, der Typ ist eigentlich cool oder das Mädel ist eigentlich voll cool, aber du kriegst es nicht, ja, weil du die Fragen stellst, die du nicht sollst, ich bin frei in meiner Arbeit, wirklich, also das schätze ich auch sehr wert, dass meine Kunde da nie sagt, Interview bitte, also klar, wenn wir für irgendeine Aktion oder sowas, wäre cool, wenn du das fragst, ist immer easy, aber jetzt nie das, sondern ich kann das Interview gestalten, wie ich möchte. Ja. Und wenn ich jetzt mit einer Spielerin zum Beispiel, weil die so eine coole Sache erzählt hat über ihre Rituale bezüglich Nagellack, wenn ich mit der erstmal über Nagellack sprechen will, 3 Minuten, dann mache ich das und kann ich das auch, so. Und mit denen führst du Interviews und dann sage ich immer, okay, danke, Aufnahme ist Stopp und hat alles gepasst und dann wirst du sofort lockerer und der Gegenüber aber auch. Ja. Und dann redest du teilweise so 15 Minuten noch weiter, spreche ich dann mit denen und dann kommen Antworten, wo du dir denkst, boah, geil, ne? Und dann sage ich es auch teilweise, ich so, ey, ne, warum haben wir das gerade nicht so besprechen können? Und dann sage ich auch immer so, ja, ich weiß, ne, weil ich jetzt gerade in dem Setting war ich Journalist, jetzt bin ich aber nur noch Mensch aus Interesse und frag's und der so, yo, hey, und meine Pressesprecherin hat gesagt, darüber nicht so reden und darüber nicht so reden und ich so, ja, ich verstehe es ja auch, weil dann die Presse das teilweise halt aufgeilt und was draus machen möchte. Aber so von Mensch zu Mensch klappt's ja auch und ich möchte halt einfach immer von Mensch zu Mensch Interaktion einfach haben. Das ist mein Anspruch zumindest so und das ist halt das ist schwierig. Ein mega geiler Ansatz, wie gesagt, ja. Aber ist halt dann mit dem Geschäft dahinter, beziehungsweise was dem gegenübersteht, dann immer ein bisschen schwierig. Ne? Das ist nicht vereinbar wahrscheinlich zu 100%. Deswegen ist es jetzt auch für mich, sag ich mal, jetzt hier ein bisschen einfacher. Sicherlich. Weil ich so ein Stück weit auch schon, sag ich mal, Chemie ist ja da nicht mehr, oder Chemie Leipzig, wo ich jetzt spiele, ist ja da nicht mehr, sag ich mal, jetzt dritte, zweite, erste Liga. Und auch nicht vielleicht so mehr im Brennpunkt, ne? Genau. Im Fokus, so wie du, ja. Es ist alles ehrlicher dort, viel, viel ehrlicher und das ist auch für mich, macht es für mich viel, viel entspannter. Es wird alles, der Verein wird ehrlich gelebt,
dort auch komplett Fan von Fans aufgebaut, von Fans. Wollte gerade sagen, es ist ja von Fans, für gelebt. Fans, mit Fans. Genau, und so ist für mich auch ganz klar, ich will dort Spaß haben, Fußball. Ich will den Verein mithelfen, voranzukommen. Ich will die Jungs, die dort da sind, helfen, voranzukommen, viele junge Spieler. Aber ich habe einfach nicht mehr dieses Fußballgeschäft im Nacken, wo du genau weißt, du musst aufpassen, was du machst und so weiter. Es ist halt dort runtergebrochen natürlich schon viel, viel weniger. Und das macht für mich natürlich jetzt gerade mega entspannt, sag ich mal, zu der Zeit, die vorher war. Mein Opa hat immer gesagt, weil ich ja auch den Traum hatte, Fußballprofi zu werden, wie die meisten Kids, er hat immer gesagt, mein Opa, ja, viel Erfolg dabei, aber denk immer dran, Fußball ist ein richtiges Drecksgeschäft. Wie siehst du das? Ich sage immer, wenn ich immer frage, was Fußball ist, sage ich immer, Fußball ist moderner Menschenhandel. Also ganz knallhart eigentlich runtergebrochen. Weil am Ende des Tages bist du eine Nummer in einem System. Ist bei jedem anderen Job wahrscheinlich auch irgendwo so. Wenn du jetzt ohne die Summen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 500, 600 Mitarbeiter hast, bist du auch nur einer, der an der Maschine von mir aus steht und das einfach machst. Oder wenn du es nicht machst, kriegst du halt auf den Deckel. Aber es ist halt alles sehr, sehr, sehr unpersönlich irgendwann. Du findest nicht so oft wirklich Vereine, wo alles familiär abläuft, persönlich abläuft, wo doch der Mensch viel eine Bedeutung dahinter hat, sondern entweder funktionierst oder funktionierst nicht, dann wird jemand kommen, der es besser macht. Und ich glaube, es wird auch immer schlimmer, oder es ist die letzten 5, 6 Jahre auch immer schlimmer geworden, dass auch die ganzen Verantwortlichen, die zum Verein gehören, das ist alles, man kennt sich gar nicht mehr so richtig, es ist alles relativ kalt. Mhm. Ob es jetzt irgendwelche Vorstände sind oder Aufsichtsräte oder die ja trotzdem alle dazugehören und irgendwie musst du dich ja trotzdem eigentlich kennenlernen und auch schätzen. Und es ist halt, der Umgang wird, glaube ich, immer kälter. Und das ist, glaube ich, schwierig. Und das auch gegenüber den Fans, glaube ich, was auch immer schwieriger wird, dass die Distanz, geht von der Basis weg, genau. Die Distanz auch immer größer wird. Und ja, ich bin gespannt, wie da die Entwicklung passiert, weil irgendwann wird der Punkt kommen, wo es vielleicht wo es gewissermaßen mal knallt, dass irgendwo mal ein Exempel statuiert bei irgendeinem Verein, dass Fans sagen, da haben wir keinen Bock mehr drauf, dass die Mannschaft nicht mehr greifbar ist. Fußballer leben in der Blase, das kann ich, sag ich mal, von mir selber auch sagen. Alleine jetzt, wenn du Corona nimmst, wo Corona angefangen hat, ich glaube März 2020 war es, alle mussten irgendwie, keine Ahnung, Job einstellen, Kurzarbeit etc. pp. Zu Hause, am Laptop. Genau, wir waren einen Monat zu Hause, glaube ich, ungefähr 1,5 Monate. Und ab dann haben wir wieder normal trainiert. Wir waren die Einzigen, die sozusagen mit unseren Arbeitskollegen trotzdem jeden Tag zusammen sein konnten. Wir konnten ganz normal unser Ding machen. Wir haben unsere Spiele weitergemacht dann, glaube ich, im Juni ging es dann weiter. Bei euch im Juni, Bundesliga sogar schon im Mai. Genau, also du hast ganz normal eigentlich, du hast deinen Alltag als Fußballer, deinen Berufsalltag hast du ganz normal wieder gehabt. Und alle anderen auf der Welt, oder ja, war ja relativ global schon, konnten nicht weitermachen. Und wir haben einfach weitergelebt, wir konnten unser Ding machen, wir waren in der Kabine zusammen, mehr oder weniger natürlich trotzdem mit Einschränkungen. Wir sind zu Auswärtsspielen gefahren, wir haben Heimspiele gehabt und da hast du gar nicht gemerkt, was eigentlich außenrum so, wenn du dich jetzt nicht damit beschäftigt hast, gar nicht gemerkt, was eigentlich passiert. Abgeht, ja. Weil du hast ganz normal dein Leben weitergelebt. Aber ihr hattet ja keine Sonderrolle, sagt ein ehemaliger FC Bayern Verantwortlicher, ja. Karl-Heinz mit Vornamen. Ja, ja. Nein, definitiv. Das war, also deswegen sage ich ja, also, und du kriegst ja auch sonst, muss man ja sagen, als Fußballer und auch das wieder, je höher du kommst, du kriegst ja so schon genug den Arsch gepudert. Also das ist ja so, also die verdienen schon einen Haufen Kohle, sage ich, da oben, und du kriegst ja trotzdem noch alles gestellt und alles passiert und alles wird dir hinterhergetragen. Das ist eigentlich das Geilste, ne? Du, desto mehr Geld du verdienst, desto weniger musst du eigentlich ausgeben, weil desto mehr wird für dich gemacht. Genau. Das ist eigentlich das Geile. Das ist natürlich jeder, der natürlich jetzt den Anspruch hat zu sagen, boah, ich will richtig ranklotzen und hustlen, ich will auch in diese Spirale rein. Yo, wollte ich auch. Und wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt aktuell vielleicht zwischen dem Job, hätte ich immer noch gesagt, okay, später TV-Experte und jetzt immer noch Fußballprofi, würde ich bestimmt immer noch unterschreiben so, aber es ist halt, man muss halt, glaube ich, wissen, was einen erwartet. Das Problem ist halt, dass man das keinem Kind, glaube ich, und keinem Jugendlichen wahrscheinlich erklären schon, aber man greift es, glaube ich, nicht, bis man nicht wirklich, wie du mal das erlebt hat auch.
Absolut, ja. So, also ist, ich hab's ja zu Hause bei mir sitzen. Mein Kleiner ist 9, will natürlich auch Fußballer werden, relativ verständlich, hat es so mitbekommen, ist so aufgewachsen bei verschiedenen Vereinen jetzt, wo ich war und so weiter. Wegen mir muss er nicht Fußballprofi werden. Also ich sag, dann lern lieber was Ordentliches, mach das, worauf, also klar, worauf du Bock hast, wenn es Fußball ist, ist es Fußball. Aber wegen mir musst du dieses ganze Geschäft, was da ist, und wenn du jetzt nicht gerade, jetzt ist wieder klar, wenn du bei Bayern Dortmund spielst und natürlich auch, weiß ich, wie viel Kohle in den Arsch kriegst und danach fertig bist, ist nochmal was anderes, sage ich. Weil das sind ja nun mal nur 10 bis 15 Jahre in deinem Leben, die du hast. Das geht alles. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, wie ich, größtenteils dritte Liga gespielt hast in deinem Leben, wo du jetzt natürlich nicht mit, mit 33 dann sagst, so jetzt suche ich mir irgendwo eine Insel, lege mich den Rest meines Lebens auf den Strand, auf den Strandstuhl und trinke ein paar Cocktails. Das geht halt nicht. Und da gibt es definitiv dann das Leben danach, wo der Fußball dann endlich ist. Und da sage ich dann auch ganz klar, das muss, wegen mir muss er das nicht haben, weil was da alles dranhängt, der ganze Rattenschwanz und wie die Menschlichkeit dort dann teilweise fehlt, das würde ich ihm auch ersparen, wenn es geht. Wünscht man seinem Kind einfach nicht, ja. Ich jetzt, also mein Standpunkt ganz klar nicht, ne. Schönes Schlusswort an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Dennis. Ich übergebe immer gerne das letzte Wort, noch den letzten Satz, irgendeine Message nach draußen an meine Gäste. Ich sag schon mal danke, ich nehme mich raus. Danke für die Zeit, dass du hier warst, und von mir war's das. Du kannst Leute grüßen, du kannst alles machen, du kannst den Market, mir, bums, danke dir. Boah, ich kann gar nicht viel sagen. Ich danke dir erstmal. Es war eine mega, mega coole Erfahrung. Es hat mega Spaß gemacht, weil es halt auf menschlicher Ebene war und nicht auf irgendeiner journalistischen oder Frage-Antwort-Schiene. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass es den Zuhörern oder Zuschauern gefällt, weil ich glaube, darum geht es, da mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken. Und deswegen sage ich einfach, Spaß haben beim Anhören und Dankeschön. Und natürlich reihenweise auch die anderen Episoden, Folgen anhören. Der Erste, der es sagt. Und natürlich pushen das Ganze. Pushen das Ganze, so, dass wir ganz viele inspirierende Geschichten haben, so wie deine hier. Genau, das ist eine Sache. Danke dir.